Hey, hey, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal The Juju. Das Projekt ist, wie man da gerade ganz unschwer erkennen kann, Dark Souls 2 für die PlayStation 3. Im letzten Part haben wir uns so, aber haben wir ja gar nicht. Es gab ja noch gar keinen letzten Part. Das hier ist der erste Part. Was wird in dem Part passieren? Wir werden das Spiel beginnen, uns einen Charakter erstellen. Und ich werde ein bisschen was labern, weil dieses Projekt hat zumindest so im ersten Viertel, also mindestens im ersten Viertel, was Besonderes an sich, was ich auf jeden Fall alles jetzt erklären muss. Und ich wollte auch direkt mit so einem Part hier anfangen und nicht direkt so loslegen, wie es dann sein wird. Ihr werdet gleich verstehen, was ich meine. Aber ich würde sagen, wir widmen uns jetzt erstmal dem neuen Spiel. Blut, ein natürlich Untertitel, ja, hat immer anzeigen, das ist okay. Helligkeit werde ich mal so machen, dass es fürs LP einigermaßen angenehm ist, sodass ich nicht unbedingt viel noch nachregeln muss. Wäre auch okay, aber gut. Helligkeit einstellen, bis die Flamme sichtbar und der Drache unsichtbar wird. Gut, der Drache ist nur minimal. Ja gut, der Drache ist auch hier noch minimal sichtbar. Also zumindest für mich gerade. Ich mache es einfach mal so hier und beginne. Oh Gott. Ja, das müssen wir dann gucken. Ich weiß nicht, was hier jetzt invertiert ist und was nicht. Das ist irgendwie manchmal von Spiel zu Spiel anders. Vibrationen machen wir schön stark. Ja. Sprungsteuerung. Ich mache das jetzt mal auf Kreis. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Sprachchat, nee. Kein... Naja... Okay. Online-Modus wird gestartet. Ich will gar keinen Online-Modus. Darf ich das bitte deaktivieren? Muss ich dafür dann immer vom PSN offline gehen oder wie ist das? Falls ihr das wisst, schreibt mir das bitte direkt in die Kommentare, weil ich habe keinen Bock auf Online-Modus. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Spieler zu mir reinkommen. Place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why.
drawn to a flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed. Wow. Ich bin überrascht. Ich kenne Dark Souls 2 übrigens nicht, das LP ist blind. Ich kenne so ein paar Stellen aus dem späteren Spiel, weil ich da mal beim Kumpel zugeguckt habe, aber ja, das war's. Ich hätte mir jetzt übrigens auch die Scholar of the irgendwas Edition gekauft, also die PS4-Version von Dark Souls 2. Aber zwei Dinge hätten da nicht hingehauen. Erstens ist es mir einfach zu teuer, weil ich habe das Spiel schon und warum sollte ich jetzt nochmal 40, 50 Euro ausgeben, nur für das Spiel mit etwas besserer Grafik und den DLCs, okay. Und zu der anderen Sache sage ich gleich nochmal was. Noch keine Charaktererstellung? Okay. Denn dann hätte ich mit dem Aufnehmen noch eine Woche warten müssen. Und dann hätte eine Sache nicht hingehauen. Oh Gott. Optionen. Warum ist denn das jetzt umgekehrt? Ich habe das nicht umgekehrt. Wollt ihr mich verarschen? Okay, ja, ich merke eine Sache schon ganz deutlich, weswegen ich doch ganz gern die PS4-Version gehabt hätte. PS3 heißt Beschränkung auf 30 FPS. Das ist ja eklig. Das ist ja schon eklig. Ich hätte schon ganz gern mit schönen 60 FPS gespielt. Auch vielleicht kaufe ich mir die PS4-Version trotzdem noch. Und spiele dann halt alles nochmal nach. So, was ist jetzt das Besondere an diesem LP? Oh Gott. Also ich sag's mal so. Habe ich gerade meine Fäuste zweihändig genommen? Keine Ahnung. Jedenfalls, besonders an dem LP ist einfach, es wird so eine Art, also zumindest am Anfang so eine Art Together-Projekt. Das heißt, es wird jemand dabei sein und co-kommentieren, allerdings nicht mitspielen. Wo muss ich denn überhaupt lang? Und das Ganze wird so sein, dass wir das dann mit einem anderen Mikrofon aufnehmen müssen, weil mit dem Mikrofon hier wäre seine Stimme nicht aufnehmbar, wenn er neben mir sitzen würde. Weil wir machen das nicht irgendwie über Skype oder sowas, sondern er sitzt dann neben mir. Und ja, deswegen brauchen wir dann ein anderes Mikrofon. Und die Qualität wird anders sein. Das kann ich euch jetzt sagen. Und ich habe den Part jetzt aufgenommen, um euch ein bisschen vorzuwarnen. Wow. 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 Ich glaube, da sollte ich noch nicht lang gehen. Yes, willkommen bei Dark Souls. Sorry, ich bin noch minimal erkältet. Die Trophäe, die ihr da gerade gesehen habt, die bekommt man, ja, wenn man zum ersten Mal stirbt. So, jetzt gehen wir hier nochmal ganz normal lang. Und ja, ich will das nochmal erklären. Wir haben dann also ein LP und haben einen Typen, der neben mir sitzt und mitlabert. Der kennt das Spiel schon. Also von dem lasse ich mir so ein paar Tipps geben und so. Wir haben schon gesagt, nicht spoilern. Und er wird mir nicht die ganze Zeit sagen, ja, jetzt mach das und das und das und das. Sondern wirklich nur ab und zu mal, wenn ich was übersehe, was wichtig ist. Oder wenn ich ihn halt frage, logischerweise, wird er mir antworten und alles. Aber jetzt möchte ich ganz gerne noch einen Charakter erstellen. Bevor wir hier loslegen. Also das wird ab dem nächsten Part so sein. Der Part hier ist jetzt noch allein. Kleines Intro, Kack und so. Und ja.
Ja. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you will become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name? Ah. Ja, so, wir nennen uns natürlich, wie sich das gehört. So, wieso, wie sich das gehört, hä? Ganz einfach, das ist einfach... Nee, Nachnamen brauchen wir nicht. Das ist einfach der Nachname für meine Hauptcharaktere in Spielen, wo ich Charaktere benennen kann. Also nicht irgendwie... Was weiß ich, in meinen eigenen Spielen oder so, wenn ich welche erstelle. Oder so halt. Aber zum Beispiel in MMOs immer mein Main Nitek. Jetzt kommt wahrscheinlich die Charaktererstellung. Natürlich! Fangen wir mal an mit dem Aussehen. Herkunft. Ich glaube... Ach du Kacke, sieht das alles hässlich aus. Wir machen mal den ganz normalen Whitey, wa? Machen wir mal den ganz normalen Whitey. Frisur. Ganz klar die hier. Das sind alles extrem schwule Frisuren. Also aktuell bin ich ja mit der hier. Sorry fürs Husten, kommt nicht wieder vor. So eine bunte Frisur nehmen wir uns auf keinen Fall. Ich würde mir gern sowas hier einfach nehmen, sowas Schlichtes. Augenbrauen brauchen wir keine buschigen oder so. Ich mag die. Augenbrauenfarbe bleibt so. Augenfarbe, da nehmen wir was Schönes, Helles, Blaues, Türkises, sowas hier. Brauche ich noch ein bisschen dunkler. Hier, das gefällt mir gut. So, der Bart. Ja, hier gibt es auch nicht viel Auswahl, aber das ist ganz klar der hier unten. Bartfarbe. Lassen wir so. Tätowierungen brauchen wir eigentlich keine, würde ich sagen. Ich nehme mir trotzdem eine. Ach, die ist dann mitten im Gesicht. Ich will die eigentlich nicht im Gesicht haben. Wenn die nicht im Gesicht wäre, wäre das vollkommen okay. Aber im Gesicht gefällt mir das nicht. Das machen wir nicht. Nein, das machen wir nicht. Habe ich gesagt. So, Deckkraft brauchen wir dann auch nicht. Zufällig das alles... Nee. So, der Körper noch schnell, das Geschlecht. Da bleiben wir bei männlich. Körperbau. Nehmen wir nichts sowas hier. Der auch nicht so ein Spargeltarze. Das ist schon okay eigentlich. So.
So. Und die Figur, muskelig natürlich, also bitte. So muss ich das gehören. Okay, was sind erweiterte Einstellungen? Gesamterscheinung 1. Oh. Oh. Na, hier machen wir jetzt nicht so viel. Machen wir nicht, aber Gesamterscheinung. Kommt das hier? Nee, nee, nee. Ja gut, zumindest das beides hier noch hier. Alter, also... Wir wollen ja schon so einen alten Sack haben. Schön, wie man keinen Unterschied erkennt. Oh, Nee, nehmen wir uns einen schönen Jüngling. Okay, gut. Lassen wir das. Gehen wir zu Klasse und Gabe. Das Wichtigste. Klasse. Wir haben hier einmal den Krieger. Da oben rechts ist scheinbar das Start-Equipment oder so. Keine Ahnung. Dann haben wir den Ritter. Okay, was haben wir hier? Kampferprobter Krieger. Sehr stark und geschickt. Enorme Waffenerfahrung. Umherziehender Ritter. TP und Anpassung hoch. Kaum zu bezwingen. Hochbegabter Schwertkämpfer, kämpft anmutig mit starken Waffen in beiden Händen. Bandit, ein gnadenloser, gesetzloser, sehr geschickt, erfahren mit dem Bogen, zielt aus jeder Distanz. Das nehmen wir schon mal nicht. Kleriker, das nehmen wir auch nicht. Zauberer nehmen wir auch nicht. Erkunder, weitgereister, kann er nicht sonderlich stark, hat aber viele Objekte, nehmen wir auch nicht. Und den Bettler nehmen wir erst recht nicht. Also einer von den dreien hier oben. Schwertkämpfer, Ritter, Krieger. Ich nehme einfach irgendwas Typisches jetzt hier. Ich kenne das Spiel nicht, ich muss mir keine Challenge machen oder so. Wir haben da unten HP. Ist mir hier oben schon eigentlich viel zu wenig. Hier ist definitiv... Okay, gut. Krieger oder Ritter. Ich guck gerade mal. Wir haben... Der startet mit einem Schild und einem Helm. Der komplett ohne Schild und Helm, aber mit einem... Ring oder sowas. Aber der da oben standet auch mit so einem Ring. Die standen alle mit diesem Ding. Außer der Bettler. Das heißt, theoretisch, die beiden unterscheiden sich nicht groß. Außer, dass der obere mit zwei mehr Items startet. Und er hier aber Werte hat, die mir einfach besser gefallen. Ich nehme den jetzt mal. Ich würde mir gerne mal angucken, was da unten für was steht. Also an den Werten, keine Ahnung. Das, also die Muskeln unten links kann ich deuten, das Herz kann ich deuten und die Füße rechts daneben kann ich ein bisschen deuten. Aber da hört es dann auch schon auf. Ich würde sagen, das mit dem Buch ist vielleicht Intelligenz und das Ganze unten rechts vielleicht Charisma oder sowas, keine Ahnung. Weiß ich leider echt nicht. Das ist ein bisschen blöd, dass man das nicht nachgucken kann. Genau wie bei den Items. Ich kann mir auch die Itemwerte nicht anschauen. Geht nicht. Hilfe? Doch, hier. Stufe. Stärke. Geschicklichkeit. Vitalität. Kondition. Anpassung. Erhöht verschiedene Attribute, um zu überleben. Intelligenz. Belastbarkeit. Zauberei. Wille. Belastbarkeit, wie viel ist es hier? Weniger. Okay, gut, ich bleib definitiv beim Ritter. So, Gabe. Nichts. Dieser alte Ring erhöht die TP leicht. Ein vertraut wirkendes Abbild lässt Hüllen wiederbeleben. Diverse Objekte, die Gift heilen und TP wiederherstellen. Wichtig für jeden, der Dranglink bereist. Lasst euch zum letzten Leuchtfeuer zurückkehren. Ein Samen des Riesenbaums, nicht essbar. Werft dies in ein Leuchtfeuer, um die Kraft von Feinden in eurer Nähe zu erhöhen. Warum? Ein schlichter Steinklumpen, eventuell eines Tages hilfreich. Das gucken wir uns mal ganz kurz an. Was ist das? Danach werde ich den Part gleich beenden, aber erstmal kurz Dark Souls 2, versteinertes Etwas. Gucken wir uns mal ganz kurz an, sicherheitshalber. Was bringt es? Kann man denn für wertvolle Gegenstände eingetauscht werden? Okay, brauchen wir nicht. Wir nehmen den Lebensring, würde ich sagen.
Weil hier scheinbar nichts anderes ist. Jetzt will ich nur noch eine Sache kurz gucken. Ist das hier auch irgendwie von Klasse zu Klasse anders? Nein, es ist nicht. Okay. Okay, dann würde ich sagen, Ritter und Lebensring, ha? Ja, aber Lebensring ist vielleicht auch gar nicht so sinnvoll, weil es ist ja eigentlich nicht, das Spiel ist ja eigentlich nicht darauf ausgelegt, viel einstecken zu können, sondern sich gar nicht erst treffen zu lassen. Also vielleicht wären die Heilstoffe auch gar nicht so schlimm. Gift heilen, ne? Und TP wiederherstellen. Ich nehme trotzdem den Lebensring, leg mich doch am Arsch, ey. Ich habe fertig. Ja, fertig. Keine Widerrede jetzt. Okay. Guck mal, das bin ich. Huch. Was habe ich getan? Nein, ich will doch keinen Lebensstein benutzen. Hier, ich will die Dinger zerstören, genau. Okay, gut zu wissen. Also schlagen ist die gleiche Taste wie Item benutzen. Kann ich dich öffnen? Gut, ich gucke mich hier noch ganz kurz um und ich habe gerade eine Trophäe für irgendwas bekommen. Ich weiß nicht für was. Hi, Bitch. This is a limbo. A link between Drang Lake and the outer world. Fair traveler. I know that you must have a story. Why else would you visit such a place? This lost kingdom. Okay. Oh, eine Truhe. Die nehmen wir noch mit. Was haben wir hier drin? Schönes. Na. Oh, ein Menschenbild. Das ist gut. So. Würdest du bitte das alles zerstören? Genau, es bringt mir zwar scheinbar nichts, aber ich mache es trotzdem aus Prinzip. So. Okay. Dann gehen wir wieder runter. Reden nochmal mit den anderen. You must go on a journey without rest. Okay. But if your will is yet unbroken, then you may return here to start again with a key. Und was hast du noch? Ah. Lachst mich auch wieder aus wie sonst was. Olle Schlampe. Ich hol gleich mein Schwert raus und dann werdet ihr sehen. Ich will. Oh Gott, was hab ich getan? Ich will mir jetzt eigentlich nochmal ganz kurz meinen Stuff angucken. Ausrüstung. Breitschwert ist es also. Dann haben wir hier Falkner, Rüstung, Handschuhe, Stiefel, 9 Lebenssteine. Okay. Huch. Menschenbild. Finstersymbol, Seelenverlust, Rückkehr zum letzten Leuchtfeuer. Schickt anderen ihre Welt zurück und euch in eure. Ah.
Stellt Verbindung zu anderen Welten wieder her. Ne, brauchen wir nicht. Kehrt Höhlenwendung um. Okay, gut. Ich bin bereit. Ich möchte eigentlich nutzen im Leuchtfeuer und ganz schnell speichern. Hier komme ich wieder zurück. Denn ich kann jetzt keinen weiteren Part aufnehmen. Aber ich muss das Spiel jetzt beenden und den Part logischerweise auch. Da haben wir ein Leuchtfeuer. Wie wunderbar. Oh. Sehr gut. Reisen können wir nicht. Logischerweise. Nee. Gut, meine Lieben. Dann war es das für den ersten Part von Dark Souls 2 für die PlayStation 3. Mein Charakter ist ganz schön hässlich. Im nächsten Part dann mit Partner und kürzere Parts wahrscheinlich. Mal gucken, vielleicht auch nicht. Bis dann und ciao.